Der Vorhang, den wir hier nehmen, ist für ein halbhohes Hochbett gedacht, das eine Bodenfreiheit von ca. 75 cm Höhe hat. Und als erstes schneiden wir uns unsere Stoffe zurecht. Die Länge des Stoffes beträgt ja immer 75 cm. Das heißt, wir brauchen dann immer noch jeweils so 3 bis 4 cm pro Seite an Nahtzugabe. Das heißt, wir kommen dann auf ungefähr 82 cm Länge. Die bleibt ja bei jedem Stoff bestehen. Das heißt, wir brauchen erstmal zwei Stoffe, die eine Größe von 82 cm mal 70 cm haben. Dann nochmal einen Stoff, der 82 mal 82 cm ist. Und dann noch den größten Stoff, der eine Größe von 88 mal 82 cm hat. Ich rechne hier immer mit jeweils 3 bis 4 cm Nahtzugabe an jeder Seite, weil wir das dann zweimal zusammenfalten und dann nähen. So, wir schlagen den Stoff jetzt immer zweimal ein. Und hier bei der Länge, also die Länge sind ja immer diese 82 cm, da nehmen wir uns dann zwei Bänder und legen die so hinein und befestigen die auch. Als nächstes nehmen wir uns den Stoff mit den 82 x 82 cm. Das wird der Mittelteil, der quasi dann wie ein Vorhang zu- und aufgemacht werden kann. Und da müssen wir uns jetzt in der Mitte eine Markierung machen und die wird dann erstmal aufgeschnitten. Das heißt, wir messen uns hier die Mitte aus. Die liegt dann bei 41 cm. So, wenn wir uns das jetzt markiert haben, schneiden wir das jetzt in der Länge nach oben auf und lassen oben aber ungefähr 15 cm Abstand zum Rand. So, hier lassen wir ungefähr, wie gesagt, 15 cm und jetzt werden die Ränder umgeschlagen. Dieses Mittelteil wird dann genauso wie die anderen zweimal umgeschlagen und dann einfach rundherum abgenäht. So sieht jetzt die Front aus, wenn alles umgenäht ist. Und jetzt als nächstes werden wir den Klettverschluss oben anbringen. Dabei müssen wir darauf achten, dass bei dem linken Seitenteil die Bänder rechts sind und beim rechten Seitenteil die Bänder links sind. Und das hier ist das Seitenteil, das kommt dann quasi ans Kopfende des Bettes. Bei manchen Betten ist der Klettverschluss schon angebracht, wie bei meinem Bett. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man das ganz einfach antackern an das Bett. Und da muss man nur darauf achten, dass man dann das Gegenstück nimmt. Und das wird dann an unseren Stoff genäht. Das heißt, man misst sich das aus, wie lange man das hier oben haben muss. Und bringt das dann auf diese rechte Seite an, indem man das einfach ganz normal annäht. Praktisch ist es natürlich, wenn das Ganze auch noch selbst klebt, dann braucht man das nicht mit Stecknadeln festpinnen.
An dieser Stelle ist dann der Klettverschluss, der hier mit Tackern befestigt wurde. Und dann nimmt man seinen Stoff und befestigt es ganz einfach da dran.